Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Blackguards und wir sind hier, glaube ich, das letzte Mal in Wobran. Schauen wir nochmal aufs Questlog. Wir haben nur noch eine Hauptquest, Nebenquests haben wir abgeschlossen. Ja, kann auch. Die schönste Rose Drohls. Also fliehen wir nach Drolash. Gut, dann mal los. Schauen wir mal, was uns dort erwarten wird. So, wir sollen hier nach Drolash. Dorthin können wir noch gar nicht. Also, los. Mal sehen, was es in diesem netten Dörfchen so gibt und was uns dort so alles erwarten wird. So. Bal und Kadalman, das sind Zwerge offensichtlich. Hier ist ein Schmied und ein Händler. Ich schaue einmal kurz bei der Schmiede vorbei, denn ich bin noch immer auf der Suche nach einer Axt für unseren Zwerg. Vorschlaghammer, Brandbolzen, Entermesser, oh ja, Beil, ein Beil für 12 Dukaten, wie viel haben wir an Geld, wo steht denn das? 3 Dukaten, na super. Ich könnte hier 3 Dukaten, 6 Dukaten wären 9 Dukaten und wenn ich jetzt noch die Ausrüstung von ihm hier, kann ich das... Wo kann ich denn das ablegen? Bist du sicher, dass du den Gegenstand verkaufen willst? Nein, weil ich nicht weiß, wie viel er bringt. Wie viel würde der denn bringen, ha? Wie kann ich das Ding ablegen? Einfach mal so? Irgendwie gar nicht. Super. Und wenn ich es hier runterziehe? Ah ja, dann haben wir es nicht mehr. So, das heißt Inventar. Lass uns mal kurz hochrechnen. 2, 5, 8 Dukaten und es sind 9 Dukaten noch was heller. Das wird sich ausgehen, damit wir ihm ein Beil kaufen könnten. Ein Beil 4 bis 9. Ist aber Hiebwaffen. Und wir haben, kurz einen Blick auf den Charakterbogen, Waffentalente. Doch, Hiebwaffen 9. Ja, das könnte uns... Oh, und wir haben auch noch AP über, das könnte ich auch noch gleich steigern. Dann hätten wir auf alle Fälle einen höheren Wert. Okay, das machen wir. Naurim ist immerhin einer unserer wichtigsten... Ja, ja. Ein wichtiger Mann hier. Ja, will ich verkaufen? Will ich verkaufen? Will ich verkaufen? Jetzt haben wir 12 Dukaten und 9 Silbertaler und können uns jetzt ein Beil kaufen. So, das Beil wird ausgerüstet. Na, nicht Charakterbogen. Inventar brauche ich bitte. Genau, Naurim, du hast ab jetzt ein Beil und das macht Attacke 15, Parade 11, das ist doch schon ganz brauchbar. Jetzt sind wir nur natürlich pleite, aber ja, wie sieht's bei uns aus? Leben ist voll, Astralenergie ist nicht ganz voll, können wir hier nochmal übernachten? Nö, können wir nicht, weil 9 Silbertaler, super. Was ist mit den beiden? Ein Elf, ein Mensch und ein Zwerg warten durch einen Fluss. Der Elf sagt, die Furt ist tief, das Wasser steht mir bis zur Brust. Der Mensch sagt, mir steht das Wasser bis zum Hals. Der Zwerg sagt, nichts. soll ich lachen? Ich lach mal. Nicht schlecht. Sieh, wer da ist, Bal. Unser Freund Naurim. Wie läuft die Drachenhatz? Oh. Sicher bist du hier, um Cherastelli endlich deine Schulden zu bezahlen. Nö. Ist Kadalman. Der Schweigsame ist Bal. Beides Söhne des ehrbaren Kadrin. Angrosch behüte seinen Funken. Kommt, spiel ein Spiel mit uns. Was für ein Spiel? Was für ein Spiel? Es ist ganz einfach. Bal schreibt eine Zahl von 1 bis 7 auf einen Zettel. Eine 2 zum Beispiel. Dann sagt ihr, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. Wie viel wollt ihr setzen? 5 Heller, weil mehr haben wir nicht. Also gut. Gerade oder ungerade? Ungerade. Ungerade. Ihr geht mit der Mehrheit. Sehr klug. Wahl? 2. Ihr verliert. Na super. Das, naja. Wir müssen nach Troll. Die Maus will in ihr Loch, aber ein Kätzchen sitzt davor. Es gibt viele Kätzchen in Troll. Wir könnten euch helfen. Leider warten wir noch auf eine Lieferung. Warten macht uns nichts. Unser Geld vermehrt sich von Stunde zu Stunde. Aber vielleicht habt ihr nicht so viel Zeit. Hm.
Das könnte sein. Ich ahne, was jetzt kommt. Ein guter Freund hat versprochen, uns ein Geschenk zu bringen. Vielleicht möchtet ihr ihn ja dran erinnern? Es geht um eine Traumkrautlieferung aus Mengbilla. Traumkraut? Oh. Ein netter Zeitvertreib aus dem Süden. Ja, Drogen. Die Droler sind ganz verrückt danach. Findet heraus, was aus der Lieferung geworden ist. Dann bringen wir euch in die Stadt. Ja, aber uns bleibt wohl kaum was anderes übrig. Aber die Drachenhatz interessiert uns auch noch. Sagtet ihr eben etwas von einer Drachenhatz? Hm. Wie heißt er noch gleich, Norin? Fornanfuhr. Und er hat meine Axt. Meine Axt! Wir sollten ihn gemeinsam jagen, Freunde. Einen Drachen? Einen Hort in den Höhen. Ich würde den Schatz mit euch teilen. Ihr wäret reich. Wir holen eure Lieferung. Unser Freund lebt westlich von hier in Tenesch. Hoffentlich wehrt er sich nicht. Naja. Ich weiß nicht, ob das dann ein wirkliches Geschenk ist, aber... So, jetzt schauen wir nochmal aufs Questlog. Die Drachenhatz. Ist gewiss nicht ungefährlich. Also jetzt mal ganz ehrlich, gewiss nicht ungefährlich ist die Untertreibung des Jahres. Aber ich würde sagen, wir machen zuerst mal, weil wir uns hier eh nichts leisten können, gehen wir nach Tenesch und schauen mal, ob wir ein bisschen Drogen für die netten Herren Zwerge abgreifen können. Haus des Zwergenfreundes. Na, ob das so ein Zwergenfreund ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber wir sind ja nicht so. Und was hat er gesagt? Okay. Das sind nicht die Druiden, die wir suchen. Die ganze verfluchte Mühe umsonst. Hey, was wollt ihr? Wir sehen uns nur um. Jetzt bin ich in Schwierigkeiten, richtig? Regt sie alle um! Oh. Kisten schieben. Ah ja, okay, der baut sich hier eine Mauer. Kann ich die auf ihn drauf fallen lassen? Wartet mal, das probiere ich jetzt mal eben aus. Und ja, kann ich. Nice one. Okay, der zerhaut sie dafür. So, wir haben jetzt den Speer ausgerüstet, weil wir mit dem mal kämpfen wollten. Ja, normale Attacke. Mehr kann ich da nicht machen. Achso, wir haben eigentlich schon beim letzten Mal mit dem Speer. Und er hat jetzt seinen Zauberstab. Und da ist kein Fernkämpfer dabei. Also würde ich sagen, greifen wir ihn auch gleich mal an und schauen mal, was der mit so einem Stab so drauf hat. Nicht viel. Die Hotkey-Leiste. Ziehe Aktion deiner Wahl zum Ringgenügen ein freies Feld. Okay. Da rücken sie aber früh damit raus. Okay, warte mal, das probiere ich jetzt mal eben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, die Attacke lege ich auf die 1, den Wuchtschlag hier auf die 2 und mehr benutzen wir ja eh nicht wirklich, außer Waffe wechseln ab und zu. Aber das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Attacke hierhin. Oh ja, und das Beil haut gut rein. Jetzt hat er ihn hier mal unter der Kiste befreit. So, dann würde ich vorschlagen... Er hat nur noch 7 Leben, das heißt... Ah ja, hier können wir das im Übrigen auch machen. Die Hotkeys, was haben wir hier? Benutzen, na, mehr brauchen wir nicht. Ich meine, ich muss das nicht anklicken, ich kann sie auch dann ganz einfach. 6, ah, oh, fuck, einer zu wenig. So, Zurbaran, versuch's nochmal, ihm eine draufzuhauen. Ich meine, oder, so, was haben wir denn hier in Zauber? Verteidigung, die Fortifex. Armer Trutz wäre auch mal angebracht oder Balsam, den könnten wir uns dann später mal brauchen. Verstärkung. Aber nee, ich hab nicht so viel Astralenergie. Ja, und er erwischt ihn. Das ist doch schön. Das ist weniger schön. Alter! Du bist ja hier nicht der Tank. Nein, nicht auch noch auf ihn. Ah, fuck. Der ist jetzt schon so gut wie erledigt. So, attackieren. So, und du ziehst dich jetzt, soweit es geht, zurück, bitte. Und kannst du zaubern? Nee, dann wartest du auf die nächste Runde. Dann solltest dich besser mal heilen. Wir blocken dabei hier vorne ein bisschen. 16.
bleibt sich relativ egal. Ah, ich versuch's mit einem Wuchtschlag. Vielleicht haben wir... Ja, Glück, das haut doch rein. Der macht mir hier Sorgen, der Mann mit dem Messer. Also mit den zwei Messern eigentlich, aber die beiden hauen da schon ganz gut rein. Und jetzt hauen wir auch einen Zauber raus. Ignifaxius. Na bitte, da kriegt er doch ein bisschen Feuer unterm Hintern. Du greifst den an. Ihr seht, jetzt habe ich die Hotkeys gemacht und benutze sie gar nicht. Ah, sehr gut, pariert, so macht man das. Und vielleicht kannst du den auch gleich ausschalten. Nee, reicht nicht ganz. 20 AP. Sollen wir noch einen Ignifaxius machen? Zahlt sich eigentlich überhaupt nicht aus. Du bleibst dabei hier stehen. Die zwei anderen richten das schon. So, einmal Attacke auf dich. Und da geht er hin. Sehr gut, schon wieder pariert. Das ist doch schön. Und jetzt hat er nur noch einen Punkt. Das heißt, wir warten hier wieder. Und Attacke. Sehr gut, das war schnell erledigt. Am besten bringen wir es sofort zu diesen Verrückten zurück. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Und wir bekommen zwei Dukaten. Da können wir uns wieder was leisten. Aus dem einen Gürtel, einen schweren Dolch. Und was soll das sein? Wir nehmen auf alle Fälle mal alles und rüsten uns dann gleich aus. Zumindest den Gürtel könnten wir brauchen. Da haben wir nämlich noch nicht genug, glaube ich. Genau. Naurim hat nämlich noch keinen Gürtel. Gewöhnlicher Gürtel, kommt da rein. Items haben wir. Genau, das heißt, du kannst jetzt auch einen Heiltrank tragen. Wurfmesser. Schwacher Zaubertrank, Elenors Stein, Proviant, okay. Waffen haben wir einen schweren Dolch gefunden, für den wir für 3 Dukaten verkaufen könnten. Schauen wir mal, was der Händler hier so anzubieten hat. Ah, endlich Kundschaft. Ja, der hätte nämlich Heiltrank und eine Wundbinde. Ja, heilt aber wirklich nur Wunden, ne? Deswegen sollte ich mir trotzdem welche zulegen. 2 bitte hätte ich gerne. Ne, ich hätte gerne nur... Genau, 2 Stück. So. Den schweren Dolch verkaufe ich allerdings trotzdem. Hätten wir das schon mal erledigt. So, sonst können wir hier nichts weiter tun, zumindest zurzeit nicht. Also gehen wir jetzt erstmal wieder zurück nach Wobran. Ne, nicht nach Wobran, nach Drölsasch. Und schauen mal, was die zwei Zwerge dazu zu sagen haben. Und dann kehren wir nochmal in der Taverne ein. Eure Lieferung. Vielen Dank. Und unser lieber Freund? Wölfe haben ihn gefressen. Ah, ja. Ihr habt Talent. Unser Handelswagen steht für euch bereit. Wir können euch jederzeit ungesehen nach Drohl bringen. Und wieder hinaus. Danke. Okay. Das hört sich doch gut an. Fahren wir jetzt automatisch nach... Oh ja, wir fahren automatisch nach Drohl. Zu den hängenden Gärten. Ein Alchemist, Schmied. Da sind wieder Baal und Kadalman. Ein Wirt, noch eine Händlerin und eine Heilerin. Wie viel würden die Heiler kosten? Das haben wir gleich. 4 Silber, na klar, das kostet jetzt wirklich nicht viel. Und Astralenergie können wir dann auch irgendwann mal tanken. Ich schaue gerade, soll ich noch bei der Händlerin schauen? Reden wir nochmal mit Baal und Kadaman. Okay, Ende. Das Risiko ist hoch, aber der Gewinn auch. Zwergenspiele. Okay. Eine Quest. Was gibt's denn beim Alchemisten? Heiltränke, Tinkturen, Gifte. Ich habe alles. Na, dann lass mal sehen. Nicht, dass wir uns irgendwas hier leisten können. Intuitionselixier, Fingerfertigkeit, Mut. Okay. Brauchen wir aber derzeit alles nicht und können wir uns eh nicht leisten. Was gibt's bei den hängenden Gärten? Da sehen wir uns auch noch kurz um. Da ist sie. Die schönste Rose Drohls. Meine Baroness. Ein bisschen schmal. Und wer ist der Mann? Ihr Vater lässt sie Tag und Nacht von einem Leibwächter bewachen. Ich darf mich nicht blicken lassen, sonst haben wir gleich die gesamte Stadtwache am Hals. Oh ja, das klingt doch gut. Ist da etwas, das du uns verschwiegen hast? Irgendwie müssen wir ihn loswerden. Auf einem rechtmäßigen Weg.
Questziel geändert. Was haben wir hier? Alborn? Und wer ist das? Gartenmeisterin. Ach, der Fluch der Ratten. Bald haben sie die hängenden Gärten aufgefressen. Sollen wir sie für euch erschlagen? Mit Schwertern? Unsinn. Wozu gibt es Fallen? Wenn ich nur wüsste, wo die kleinen Kerle ihre Nester haben. Hm. Die Gärten sind immer wieder faszinierend. Ja, ein Jammer, dass sie so heruntergekommen sind. Nachts sind sie ein Liebesnest und tagsüber zertrampeln die jungen Burschen alle Rosen bei ihren Duellen. Im Park sind Duelle erlaubt? Willkommen im Horasreich. Ah, na dann wissen wir schon, wie wir den Leibwächter ablenken. Wir haben im Park ein paar Rattennester entdeckt. Wir könnten euch zeigen, wo ihr eure Fallen platzieren müsst. Oh, es gibt doch noch Ehrenleute. Ich werde die Fallen sofort auslegen. Okay, wo haben wir sie denn entdeckt, die Rattennester? Whatever, das so. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Krieg mit Al-Anfa, ist Frieden mit Al-Anfa. Dem stimme ich vollkommen okay, zu. Okay, da fehlen die Questtexte. Wir möchten etwas lernen. Okay, was können wir denn lernen? Fragen wir mal so, was könnte denn Naurim hier lernen? Kriegskunst, Heilkunde, kann er Sonderfertigkeiten erlernen? Finte, ja, die Finte könnte hier, glaube ich, erlernen. Oder Rüstungsgewöhnung 2, beides nicht schlecht. Schauen wir das nochmal bei den anderen. Hier Rüstungsgewöhnung 1. Ebenfalls Finte und ebenfalls Wuchtschlag. Und was haben wir hier noch? Ausweichen. Achso, nee, Ausweichen haben wir, oder was? Und er könnte, ja. Körperkraft 12 von 12, aber das braucht 300 AP. Mhm. 150 AP, na, da brauchen wir noch ein paar APs, aber dann ist das ein guter Deal. Und bevor wir jetzt ein Duell gegen den Leibwächter schlagen, ja, mache ich einen Break und das machen wir beim nächsten Mal. Also macht's gut, wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Blackguards. Macht's gut, bis bald, euer Chris.